Hier präsentieren wir die 5 beste Gewächshausheizungen im Test. Lass uns anfangen. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu starten Nummer 5. Lighthouse Gewächshausheizung EcoHeat 80W. Stellen Sie die Heizungsanlage in Ihrem Wintergarten ein, damit junge Tomaten und auch Gurken sicherlich früh im Jahr gedeihen. Das Produkt funktioniert ebenfalls gut in einem winzigen Gewächshaus. Unten können Sie Pflanzen wählen oder unempfindliche Topfpflanzen überwintern. Bitte beachten Sie jedoch, dass dieses Modell nur kleine Bereiche erwärmen kann und nicht geeignet ist, Ihre Glasresidenz frostfrei bei niedrigen Temperaturen zu halten. Die Heizung ist ohne Thermostat vorgesehen, kann aber nachgerüstet werden. Die schmale EcoHeat nimmt kaum Raum ein und kann zusätzlich in kleinen Polypassagen eingesetzt werden. Der Lieferant bietet 2 Modelle von, eine kleinere Größe mit 45W und eine größere mit 135W. Bei Bedarf können Sie zusätzlich verschiedene Größen integrieren und auch hervorragende Ergebnisse erzielen. Nummer 4. 4 Kilowatt Edelstahl Gewächshausheizung Frostwächter. Der im Verteilungsumfang enthaltene Thermostat reguliert die Gasheizung, die mit einem konstanten Ergebnis von 4 kW umgeht. Der Temperaturpegelsensor, der im reduzierten Bereich des Gadgets installiert ist, misst die Temperatur und richtet sie auch auf den Wert aus, den Sie tatsächlich eingestellt haben. Wenn die Temperatur unter die eingestellte Temperatur fällt, schaltet sich der Hauptbrenner ein. Wenn die Temperatur über das eingestellte Array steigt, schaltet sich die Hausheizung ab. Sie können die Heizung so Fohlenstehen und Baumbau verwenden. Es eignet sich für den Betrieb mit Propan-Butan. Im Vergleich zur 2 Kilowatt-Version von GasShop 24 ist der Gasverbrauch hier deutlich höher. Die Heizungseinheit nimmt ca. 270 Gramm pro Stunde auf. Die Version hat Füße sowie eine Pflege sowie ist mit einem Anschluss Schlauchrohr und auch Camping-Stress-Reduzierer zur Verfügung gestellt. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Biogreen Elektrofrostwächter ohne Thermostat. Der F von Biogra für Eco-Friendly hat ein Heizergebnis von 135 Watt und wurde auch speziell für kleine Gewächshäuser und auch für Kaltrahmen entwickelt. Es entwickelt optimale Temperaturniveaus, um Ihre Pflanzen durch den Winter gut zu erhalten. Natürlich wird es im Gewächshaus mit diesem Gerät in der Wintersaison nicht richtig warm. Das Design ist gemeint, viel weniger empfindliche Pflanzen von Gefriertemperaturniveaus zu halten. Im Vergleich zu wesentlich effektiveren Heizsystemen ist dieser Frostmonitor mit einer Aufnahme von 0,135 Kilowattstunden äußerst kostengünstig. So können Sie sich hervorragend um Ihre Anlagen kümmern, ohne von horrenden stromelektrischen Energiekosten überrascht zu werden. Leider ist kein Thermostat enthalten, man muss einen selbstständig bekommen, wenn man dazu aufgefordert wird. Das Element ist einsteckfertig und kann zeitnah in Betrieb genommen werden. Nummer 2. 2 Kilowatt Edelstahl Gewächshausheizung Frostwächter mit Gasschlauch. Die Gasheizung ist nicht gerade günstig, aber sie verdient eine Anschaffung, da die Heizung wirklich vielseitig ist. Sie kann Ihr Gewächshaus im Winter frostfrei halten und so Ihre Topfpflanzen mit dem Winter bringen. Im Frühling sorgt es für die notwendige Wärme für das sehr frühe Wachstum von Gemüse und auch Blumen. Es stellt sicher, dass niemand während einer gemütlichen Party im Garten Schuppen eiskalt werden muss. Und es begleitet Sie auch zusätzlich bei Ihren Outdoor-Camping-Reisen als sinnvoller warmer Mitwirkender. Für optimale Betriebssicherheit und Sicherheit ist das Gerät mit einer thermoelektrischen Zündung und einer Sauerstoffmangelsicherheitsvorrichtung ausgestattet. Die Heizung arbeitet mit einer Dauerleistung von 2 Kilowatt in einer Temperaturreihe von plus 7 bis plus 32 Grad zusammen und wird auch durch einen Thermostat geregelt. Sie können es als Ständer oder Hängewerkzeug verwenden. Und die Nummer 1 unserer Liste. Biogreen Elektrogebläseheizung Palma. Die elektrische Anschlussheizung Palma zeichnet sich durch ihre robusten Edelstahlimmobilien sowie ihren wirtschaftlichen Energieverbrauch aus. Es hat ein Ergebnis von 2000 Watt, ist angenehm tragbar sowie sieht einfach und zeitlos ansprechend aus. Seine praktische Betreuung macht es einfach zu transportieren.
Sie können auch bio-environment-friendly Isfolor-Hausheizung im Winterhof, im Keller, in der Garage oder in der Werkstatt verwenden. Das Produkt ist spritzwassergeschützt nach IPX4-Spezifikationen und auch aus diesem Grund für den Einsatz in feuchten Räumen zugelassen. Aufgrund seiner platzsparenden Abmessungen kann er auch in kleinen Gewächshäusern problemlos untergebracht werden. Die Temperaturniveaus können dazwischen sein, und endlich flexibel 50 C und plus 99 C. Dadurch eignet sich dieses Design für den Anbau von Frostsprossen wie Weihnachtsrosen, dekorativen Zwiebeln oder Kolumbines. Der ummantelte elektronische Thermostat garantiert eine spezifische Steuerung. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren unseren YouTube-Kanal.